Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops 2018. Und da werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bewegungen der Liebesplaneten Venus und Mars, wann sie besonders romantisch stehen und wann es kritische Phasen gibt. Außerdem schauen wir uns auch die Tendenzen für den Januar an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten. Die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Ihr startet wahrscheinlich energiegeladen ins neue Jahr, denn der Mars und Jupiter stehen hier in eurem Zeichen. Es kann nur sein, dass ihr andere ein wenig überfordert oder überrollt mit eurer Power. Am glücklichsten werdet ihr im Januar, wenn ihr anderen eure Hilfe anbietet, die jetzt vielleicht erschöpft und ausgepowert sind. Oder ihr werkelt stillvergnügt an euren Hobbys oder Herzensprojekten, wenn euch gerade niemand braucht. Wer einen Flirt angefangen hat, spürt viel Lust auf Liebe und Erotik und euer Gegenüber wird euch kaum widerstehen können. Übrigens, Mars und Jupiter in einer engen Verbindung, das soll sehr gut fürs Kinderzeugen sein. Das könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr einen Kinderwunsch habt. Und besonders eng ist diese Verbindung um den 8. Januar herum. Und auch die Venus steht noch bis zum 18. Januar in einem superschönen Aspekt, freundschaftlich, zu euch, so dass es sich bestimmt Freunde bei euch melden und ihr einen regen Austausch habt. Und am 17. Januar haben wir ja dann den Neumond, der fällt in den Steinbock und damit auch ins dritte Haus, wo ja die ganze Manifestationskraft sich befindet. Das habe ich ja im ersten Teil schon erwähnt. Das heißt, mit diesem Neumond würde sich auch nochmal eine Meditation zum Thema anbieten. Wo wollt ihr kreativ werden? Was wollt ihr manifestieren? Besonders eben, wenn ihr gerne schreibt, wenn ihr mit Worten arbeitet oder wenn ihr kommuniziert, dann ist das eine Zeit, wo ihr da mit Sicherheit sehr inspiriert seid. Die totale Mondfinsternis vom 31.01. Bildet eine Spannung zur Skorpionsonne, findet ja statt im Wassermann und im Löwen. Da könnte es also einen emotionalen Moment geben, der vielleicht mit eurer Familiensituation zu tun hat oder durch Freunde und Bekannte. Vielleicht bekommt ihr auch etwas mit davon, von dieser Problematik hier mit Venus am absteigenden Mondknoten, dass jemand vergessen wird, nicht eingeladen wird. Je nachdem kann es euch vielleicht auch betreffen, dann dürft ihr das auf keinen Fall persönlich nehmen. Denn wie gesagt, insgesamt seid ihr ja von den Sternen her die Gewinner des Jahres. Vom 11. Februar bis zum 7. März steht dann die Venus traumhaft schön für euch und aktiviert die Romantikkonstellation des Jahres, und zwar während sie hier durch das Zeichen Fische läuft. Und diese Phase solltet ihr euch merken und die Zeit für die Liebe reservieren. Dann haben wir vom 17. März bis zum 15. Mai eine Zeit, wo der Mars dann wieder sehr günstig für euch steht und für eure Vorhaben. Die gehen dann gut voran, während der Mars hier durch den Steinbock läuft. Gleichzeitig habt ihr die Venus im Partnerhaus, also streckenweise gleichzeitig, und zwar vom 31. März bis zum 24. April. Da stehen beide Liebesplaneten besonders schön für euch. Und besonders prickelnd ist die Zeit vom 8. bis zum 19. April für Begegnungen und einen inspirierenden Austausch mit Leuten, die mit euch auf einer Wellenlänge liegen. Dann haben wir ab dem 15. Mai, da beginnt eine schwierige Phase, denn ab dieser Zeit wird der Mars insgesamt für fast 5 Monate in einem Spannungsaspekt zu eurer Sonne stehen. Und zwar die genauen Daten sind 16. Mai bis 13. August und dann nochmal vom 11. September bis zum 15. November. Und während dieser Phase neigt ihr dazu, gereizt zu reagieren, trotz der großräumigen Harmonieaspekte auf eure Sonne. Diese schönen Einflüsse
vom Jahr, ne, von Neptun und Jupiter, die dominieren zwar das Jahr, aber der Mars ist eben auch nicht ohne, zumal es in der astrologischen Tradition auch euer Mitherrscher ist, also der antike Mitherrscher. Ihr steht also in Resonanz mit dem Kampfplaneten. Im praktischen Erleben kann das bedeuten, dass es bei euch zu Hause einigen Trubel gibt, sei es, dass Familienmitglieder unangemeldet bei euch hineinschneien, sei es, dass Kinder ausziehen, es könnte auch Stress mit Söhnen oder Schwiegersöhnen geben, denn der Mars steht ja dann die ganze Zeit hier im vierten Haus des Heims und der Familie. Vielleicht wollt ihr auch schwungvoll an eine Renovierungsarbeit oder eine technische Neuerung in eurem Haushalt herangehen und das ist dann nerviger und herausfordernder, als ihr gedacht hättet. Mars im vierten Haus kann Handwerker anzeigen, mit denen man sich herumstreiten muss. Währenddessen unterstützt euch aber zeitweise die Venus mit einem Harmonieaspekt. Nämlich vom 19. Mai bis zum 13. Juni. Und dieser Aspekt, der fördert auch eine Reise. Die Venus steht dann hier im 9. Haus für euch im Krebs. Und vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn ihr in der Zeit zu Hause mal wegkommt und den ganzen Trubel zeitweise hinter euch lassen könnt. Am besten mit eurem Schatz. Und wer auf Partnersuche ist, könnte auf einer Reise oder einer Fortbildung einem interessanten Flirt begegnen. Die Herausforderungen mit dem Mars sind aber noch nicht ausgestanden, denn er wird ja auch noch rückläufig, und zwar ab dem 26. Juni und bis zum 27. August. In dieser Zeit kommen viele Aktivitäten zum Erliegen. Bei euch können das zum Beispiel die begonnenen Arbeiten rund um euer Haus oder eure Wohnung sein. Am besten, ihr stellt euch darauf ein, dass in den Sommermonaten ständig etwas dazwischen kommt. Vielleicht könnt ihr ja dann mal in Urlaub fahren und abschalten. Ab dem 27. August kommen die Dinge dann allmählich wieder in Gang. Diese ganze Phase hat aber auch eine wichtige Dimension für die Liebe. Denn während der Mars rückläufig ist, bekommt ihr Besuch von der Venus, die dann in euer Zeichen läuft, und zwar ab dem 9. September und bis zum 31. Oktober. Das ist an sich eine gute Nachricht, aber die Venus wird während dieser Zeit ein paar hitzige und leidenschaftliche Aspekte zum Mars bilden, wo sich dann auch noch die Lilith einmischt hier im Wassermann und der Uranus ist auch noch beteiligt. Der ist dann nämlich schon zum ersten Mal in euer Partnerhaus reingelaufen. Und es besteht die Gefahr, dass ihr in dieser Zeit auf Abwege geratet, weil ja weiterhin die ganze Zeit diese Romantikaspekte so stark für euch wirken. Wenn ihr eine schöne, funktionierende Beziehung habt, solltet ihr sie nicht aufs Spiel setzen. Wenn ihr Solo seid und jemanden sucht, kann sich eine äußerst prickelnde Affäre ergeben, die aber auch eine dunkle Seite hat und vielleicht Gefühle von Eifersucht und Verlustangst auslöst. Vielleicht, weil ihr im Grunde wisst, dass die ganze Sache nicht funktionieren kann. Trotzdem kann die Leidenschaft so groß sein, dass ihr euch da hineinstürzen wollt. Besonders heiß und riskant ist die Zeit vom 9. bis zum 23. September. Ja, und die Venus wird ja auch rückläufig, und zwar am 5. Oktober. Und dabei bleibt sie dann noch bis zum 31. Oktober bei euch im Skorpion. Anschließend läuft sie dann nochmal zurück ins Zeichen Waage. Und das kann eben Verwicklungen anzeigen, ne, solange sie da bei euch im Zeichen ist. Jemand kann sich zurückziehen oder ihr zieht euch vielleicht zurück oder es taucht jemand aus der Vergangenheit, eines der Beteiligten, auf und das verändert dann die ganze Dynamik. Wie auch immer, Liebesentscheidungen sind nicht sicher bis zum 16. November, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Doch ein Happy End ist in Sicht, denn vom 2. Dezember bis zum 7. Januar 2019 läuft die Venus dann wieder im Vorwärtsgang durch euer Zeichen und führt sozusagen die verwirrten Fäden wieder zusammen. Deswegen würde ich allen liierten Skorpionen raten, kein Risiko einzugehen, wenn ihr im Grunde in eurer Beziehung glücklich seid. Denn im Dezember seid ihr euch wahrscheinlich wieder ganz sicher, dass eure Partnerschaft die richtige ist. Für Solo-Skorpione bieten die aktuellen Konstellationen natürlich tolle Gelegenheiten, sich zu verlieben. Bei ihnen ist eher das Risiko, dass die andere Person vielleicht noch gebunden ist oder in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. Aber auch für euch sind die Chancen groß, dass es ein Happy End geben wird. Insgesamt habt ihr 2018 außergewöhnlich schöne Aspekte von den großen Planeten, sodass ihr mit den Herausforderungen durch den Mars bestimmt fertig werdet. Das war der zweite Teil eures großen Jahreshoroskops im Venusjahr 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung
oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.